Bickst. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht, für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank, hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Und das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Kein ist schon okay oder verstehe oder irgend sowas? Nichts, nada? Und da bin ich gekommen, ne? By the way, hier sieht es auch sehr vielversprechend mit Kletteraktionen aus. Mal gucken, was Papa zu sagen hat. Oder ist das Sean? Ne, es müsste Papa sein. Ne, ist irgendwie noch jemand anders? Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen. Aber dieses Mal schlage ich zurück. Bitte was? Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Vergeude keine Zeit. Die Uhr läuft, Desmond. Ach, halt den Sappel. Du alter Mann, du. Nein, keine Ahnung. Die mögen sich scheinbar nicht. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Wovon redet er? Ja, alles klar. Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr viel verlangt. Wenn die Welt nicht retten konnten, wie zum Teufel sollen wir es dann schaffen? Wir haben noch Zeit. Wir haben weniger als 2 Monate. Die hatten Jahrzehnte und viel mehr Ressourcen. Und das Schlimmste, wir wussten, dass es so kommt. Seit Jahrhunderten. Geschichte wiederholt sich. Die erste Zivilisation war so in den Krieg gegen uns vertieft, dass niemand merkte, was passieren würde. Wir wurden vorgewarnt und stürzten in den Krieg gegen die Templer. Super. Hoffentlich wird das, was hinter der Tür liegt, etwas ändern können. Und wenn nicht? Naja, wir haben es wenigstens versucht. Okay. Was macht denn Daddy da drüben? Wie ist denn der da hingekommen? Ist der... Ach so, okay. Ich will mich ja hier schon mal ein bisschen umgucken. Ich meine, wenn man sich das hier oben anguckt, also speziell das da hinten, wo jetzt der Kopf von Desmond ist, das sieht aus, als wenn da irgendwie was... okay. Sieht irgendwie so ein bisschen alles nach Parkour aus. Wisst ihr was? Wir gehen mal gucken, ob wir hier irgendwo... mich hier rumhangeln? Nope. Komm schon, lass dich runter. Ach, warte mal, da drüben. Oh! Okay.
Hier gibt's doch bestimmt irgendwas zu entdecken. Guckt euch den Chest doch mal an. Hier sind Wege, die eigentlich gar nicht zu bestreiten sind. Okay, hier geht's tief runter. Da noch nicht weiter, okay. Hier ist eine Alpha-Wand oder sowas, ich habe keine Ahnung. Voilà. Abstoßen können dann und auf die andere Seite rumhangeln. Also irgendwie, was geht hier? Ich weiß nur noch nicht. Okay, nee, das funktioniert. Wow, funktioniert so nicht. Aber weil da oben halt auch Wege sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Problem ist, bei mir ballert gerade die Sonne so dermaßen auf dem Monitor. Ich sehe nicht wirklich viel. Hoppala. Vielleicht sollte ich später nochmal wiederkommen, wenn die Sonne ein bisschen... runtergegangen ist, also runtergegangen. Mhm. Sonne, geh mal runter, aber schnell, ey. Okay. Kannst du dich um die Ecke. Nein, 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 in die Richtung. In die Ecke hangeln, dann hoch. Nö, alles wieder los. Definitiv auch ein Weg, wie man sieht. Okay, der Weg ist nicht begehbar. Was? Okay, also irgendwas passiert hier noch. Das ist definitiv vorgefertigt. Hier wird sich irgendwann irgendwas bewegen. Ja, Sonne, perfekt. Jetzt sehe ich was. Die Sonne geht unter. Auf die Schnelle, weil ich gesagt habe, geh unter. Nein! Beliebige Taste drücken, wie fies! Ich wollte weggehen. Egal. Wir machen jetzt erstmal die Indianerbrotklasche. Was haltet ihr davon? Glaube ich jedenfalls. Gibt es hier Aussichtspunkte? Es sieht zumindest nicht danach aus. B ist, glaube ich, Boston, ne? Das heißt, nach B zu B kann ich immer... Was machst du denn da, Pferd? Du bist kein Hund. Ja, ja, ja. Mhm, alles klar. Halt den Schnabel, Mann. Erschreck mich nicht so. Mann, jetzt ist mal das dritte Kapitel zu Ende. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, es ist lang nicht alles hier. Die gesamte Region. Kein Kirchturm, nichts. Das bleibt alles aufgedeckt, nenne ich es mal. So, Schnuggi, schneller. Hase! Hase! Waschbär? Ein Waschbär. Hier.
Bin ich hier durch den Fluss durch? Vielleicht lerne ich ja jetzt, wenn ich da zu ihr reite. Ne, wir müssen ja erstmal hier diesen komischen Typen platt machen. Aber vielleicht komme ich zu ihr oder über sie zu den Jungen und übernehme dann die Kontrolle. Vielleicht, weiß ich nicht. Muss man da... Schwimmst du freiwillig hier? Nope. Okay. Würde ich auch nicht. Ernsthaft. Das würde ich auch nicht freiwillig tun. Betreten des Jagdreviers Scotch Plains. Okay. Vor. So, Pferd, hau mal ab. Oh! Guck mal an, wie dick der Schnee hier ist. Was ein Traum. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Joa. Rinn im Schnee klucken passt. Keine Wachen töten. Also muss ich... Ich verstecke mich in den Karren. Welcher Karren? Da. Schneller. Das ist doch eine Idee. So versteckt man sich im Sturm, eindeutig. Was ist denn militärische Sperrgebiete Waffen werden sie angreifen. Ja, bla bla. Mal sehen. 2 Fässer Salz, 12 Pfund Schwein, 10 Pfund Rind, 17 Eier, 16 Pfund Käse. Nicht aus Frankreich, keine Sorge. 5 Flaschen Whisky, ein paar Dutzend Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestroh. Was noch? Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe nicht viel verstanden, nur dass er seine Waren gerade aufgezählt hat. Höchst merkwürdig, aber egal. Kanonen sehen nach Erde aus. Funktionale, keine Waffen töten. Sabotieren? Ich hab's ja noch nicht mal gesehen, die Kanonen. Es ist mir hier zu stürmisch. Komm her hier. Okay, den können wir abgreifen. Ach nee, können wir nicht. Wir sollen ja. Welche Kanonen meint er denn? Kann der Sturm mal bitte nachlassen? Oh Gott, ist auch irgendwo einer. Momentan versuche ich irgendwie noch rauszufinden, was er mit Kanonen meint. Ich bin echt blind gerade, kann das sein? Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögert nur den unausweichlichen Konflikt. Welche mir derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und der Kunst verteilt. Das ist durch der Brothers Blutwurst macht ihn leicht gemacht. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht tun, nur weil Rosoch nicht etwas beweisen musste. Rüstete nur die Hand. Er sammelt die Kopf.
Und dann zieht ihr nach Fort Duquesne. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen müsst. Ach, da ist ein Kanon. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Das ist natürlich schwierig. Die da unten haben sich weggedreht und er bleibt eisern stehen? Während er da oben patrouilliert. Nein, er patrouilliert auch. Nein! Nein! Ruf mehr Männer her! Mist. Nein, Alter! Wirklich? Das meinte ich nämlich unter Kontrolle. Er bleibt nicht stehen in dem Moment. Wenn ich um die Ecke laufe, dann springt er halt auch irgendwo mal runter. Oh, Mann. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Leute, try 10. Ich betone 10. Ich versuche das Ding auf 100% zu bringen. Es funktioniert einfach nicht. Das ist einfach so creepy schlecht umgesetzt mit den Waffen, dass man aus einem Versteck heraus Wachen tötet. Unbewaffnet reinzieht, indem man sie bewusstlos schlägt, oder er macht gar nichts. Er steht einfach da und versucht einen Taschendiebstahl. Oder wenn man gesehen wird, dass man das, diesen gesehenen Status los wird. Es funktioniert nicht. Selbst wenn er, der Soldat, der aktiviert wurde, plötzlich den Kontakt verliert, sodass das Symbol, was vorher rot war, weiß wird. Sodass man rein theoretisch irgendwo reinspringen kann in einem Heuk. So, passt auf. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat. Okay. Ich sehe nichts. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe, die das wird natürlich jetzt bescheiden. Nur weil Bosoff sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die. Es gibt gleich eine ganz miese Überschneidung. Letztendlich. Okay. Der Marsch nach Norden wird dauern. Ich lasse die beiden. Sag mal. Die beiden Kanonen sein. Wird sicher nützlich sein. Das mache ich irgendwann nochmal separat, Leute. Ich habe jetzt echt. Hier vielleicht? Versteckst du dich von mir, ja? Ich wollte gerade sagen, Alter. Verlass mich nicht an der Stelle auch noch. Dem Vorentkommen. Tun wir gleich. Dreh ab. Genau. Der Schneesturm hat nachgelassen, ne? Warum ist da unten jetzt eine Wache? Ich muss auf den auch noch aufpassen. Und die Wache, die unten lang läuft, die an der zweiten Kanone steht, die ist nicht ganz ohne. Weil spätestens hier scheitere ich da dran, ne? Ich warte jetzt einfach nochmal, dass sie zurückgeht. Dann gehe ich ganz gechillt hier runter. Wobei, jetzt kommt der andere natürlich parallel dazu auch noch. Okay, das ist natürlich interessant. Das ist noch viel schlimmer, dieses Unkontrollierte. Ich hab mal Bock, da reinzuspringen. Du da! Stopp!
Komm hierher zurück, du Lump! Oh, er macht es echt mal. Er macht es wirklich mal. Ich bin begeistert. Ihr glaubt gar nicht, wie oft das in letzter Zeit schiefgegangen ist. Ich hoffe, die da oben sehen mich nicht. Okay. Die Wache holen wir weg, indem wir... Genau. Oh, Alter. Versuch 10. Bitte, bitte, geh jetzt nicht schief. Ja! Wir noch patrouillierende Wachen, die mir gefährlich werden? Auf jeden Fall. Was ist das? Ach, Hasen! Wieder 2 Stück sitzen, ne? Ist das mal geil mit dem Schnee. Das wiederum ist Premium. Aber wie gesagt, das ist... Try 10, wie oft ich da jetzt drin gesessen habe und er hat dann einfach mal dezent Taschendiebstahl versucht. Okay, Taschendiebstahl war wahrscheinlich falsche Taste gedrückt. Dumm gelaufen, aber manchmal ist die Aktion aus den Verstecken heraus schiefgegangen. Er wollte zupacken, hat ihn losgelassen und der Junge hat natürlich aufgeschrien und... Okay. Komm, ich will zu ihr zurück.